In der Lausitz sollen die Heizung und die Warmwassergewinnung über Fernwärme von Braunkohlekraftwerken klimaneutral umgebaut werden. Die Städte Hoyerswerda, Spremberg und Weißwasser werden aktuell von den Kraftwerken Boxberg und Schwarze Pumpe versorgt. Dabei verfügt die Zusestadt über das größte Fernwärmenetz der drei Kommunen, gespeist über kilometerlange Leitungen aus Schwarze Pumpe. Bei seiner Inbetriebnahme 1960 war es übrigens das größte und modernste Fernwärmenetz Europas. Mit dem Titel Wissenschaftliche Transformationsstudie zur Dekarbonisierung der Wärmebereitstellung in der Region Hoyerswerda, Spremberg und Weißwasser bis 2050 wurde 2021 eine wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag gegeben. Kernpunkt war dabei, nach zukunftsfähigen Lösungen zu suchen, die zugleich auch sozialverträgliche Preise für die Endkunden erwarten lassen. Mittlerweile liegen nun Ergebnisse vor, die bereits Anfang der 2030er Jahre umgesetzt werden können. Die zentralen Technologien, und das war tatsächlich ergebnisoffen über das breite Portfolio von Biomasse, von Geothermie, über die Solarthermie, die Seethermie, haben wir wirklich das gesamte Portfolio an Technologien, die zur Verfügung stehen, untersucht. Im Ergebnis verweisen die Fraunhofer-Wissenschaftler nunmehr auf den Mix von Wärme aus Sonnenenergie, die in Erdbeckenspeichern vorrätig gehalten wird, ergänzt mit Abwärme und der Wärmegewinnung aus Gewässern, der sogenannten Seethermie. Diese als offenbar günstigste Variante herausgefundene Kombination soll letztlich auch einen sozialverträglichen Endkundenpreis gewährleisten, wie Professor Mario Rackwitz den Hoyerswerda Stadträten erläutern konnte. Gerade die Zusestadt hat dabei, so Rackwitz, mit dem Scheibesee offenbar ein sehr kostengünstiges Potenzial. Ein wesentlicher Faktor für dauerhaft preisgünstige Fernwärme sei jedoch die Verdichtung der Abnehmer, sprich eine möglichst hohe Zahl von Kunden, betont VBH-Chef Wolf-Thomas Hendrich ergänzend und verweist dabei auf die Internetseite wärmewende-lausitz.de. Und dort können alle interessierten Bürger, die an die Fernwärme wollen, im Kerngebiet bereits jetzt schon ihr Interesse absetzen. Das wird auch rege genutzt, will das also nochmal erneuern. Und wir bei VBH sind auch dabei, für nächstes Jahr und für die nächsten Jahre bereits jetzt schon aktiv an Erschließungsgebiete ranzugehen. Das wird sich auch in unserem Wirtschaftsplan abbilden lassen. Und das ist genau der richtige Punkt, dass wir jetzt im Prinzip, wenn dann die Planung kommt, auch den Bürgern quasi das Instrument und die Planungssicherheit in die Hand geben. In diesem Stadtgebiet, in diesem Quartier wird letztendlich Fernwärme bis 2030, 35 kommen. Gelingen wird die sogenannte Wärmewende in der Region nur, wenn auch weiterhin die Partner Hoyerswerda, Spremberg und Weißwasser zusammenarbeiten, sind sich die Beteiligten sicher. Zumal dazu in den kommenden 10 bis 15 Jahren für jede Kommune Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe anstehen werden. Der Hoyerswerda Stadtrat jedenfalls hat die Umsetzung des Projekts jetzt mehrheitlich beschlossen.